Ich habe einen Geheimtipp für euch. Geht auf Wikisana. Wenn ihr mehr über Ganzheitsmedizin erfahren wollt, dann macht das. Wikisana. Herzlich willkommen in der Denkgarage. Ja, Garage und nicht Fabrik, denn wir sind noch klein. Und wer kennt sie nicht, die Menschen, die klein in der Garage angefangen haben und nun Großes bewirken. Heute dürfen Sie Zeuge sein, wenn es wieder darum geht, dass wir das neutrale, betreute Denken übernehmen. Wir, ein kleines Team von Experten, wissen nämlich ganz genau, was sie benötigen, was sie wollen und was ihnen gut tut. Unsere Einsichten sind selbstverständlich nur auf Ihr persönliches Wohl ausgerichtet. Wir sind die Experten aus der Denkgarage. Unsere Lösungen sind alternativlos und immer verhältnismäßig. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in der Denkgarage, wo wir gleich einen korrektiven Faktencheck durchführen werden und Sie live dabei sein dürfen, beim Denkprozess von meinen 3 Experten zuzusehen. Das Thema, das wir ausgewählt haben, ist das Jahrhundertgift im Wasser. Da werden Dinge genannt wie PFOA, PFAS, PFOS, PFC und weiß Gott was immer. Ist das alles so schlimm, wie es daherkommt oder uns gepredigt wird, oder ist es doch nicht alles nur stimulierend, positiv, eigentlich für unser Immunsystem einwirksam? Das möchte ich gerne diskutieren mit den 3 Experten, die bekannt dafür sind, dass sie nur die ehrlichsten Wahrheiten auch verkünden. Das wäre zu meiner linken Seite der Dr. Med. Simon Feldhaus. Herzlich willkommen. Dankeschön. Umwelt- und Wasserexperte Erich Meidert. Das Servus. Mal wirklich dein Thema heute. Servus. Jetzt geht's los. Und meine Kollegin, die immer alles weiß, Corinna Klein, ganz herzlich willkommen. Und wir machen ganz kurz eine Denkpause, überlegen uns das eine oder andere und nach dem Intro erklären wir Ihnen die Wahrheit. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück und ich möchte jetzt eigentlich mal am Ältesten hier in der Runde, glaube ich, einmal so Simon. Das Wort zuteilen. Der Erich Meidert, du bist bekannt als Wasserguru innerhalb von Europa, das Vorzeige, ja. Männlein in voraus. Aber nicht sprachlich. Nicht Sprache. Gut, also gehen wir mal rein in dieses Jahrhundertgift. Ja. Wieso kommt da diese irrsinnige Annahme, dass das ganze Gift da drin eigentlich schädlich sein soll? Das ist doch total homöopathisch verwässert. Ist ja nichts drin. Es sind Chemikalien und die bleiben bei uns. Also Wasser, Fett und Schmutz abweisend, das ist doch gut. Und es ist in der Leber, Schilddrüse, Niere, überall führt zu Fettleibigkeit, dann brauchst du nicht so viel essen. So. Das ist auch ganz gut. Also ich sehe das überhaupt nicht negativ, ich sehe das positiv. So viele Stoffe überall gesammelt und wie gesagt, diese Fettleibigkeit, da haben die Ärzte was zu tun, du brauchst aber nicht so viel essen, nicht so viel Ressourcen, dein Thema, musst nicht so viel auf Bayerisch gesagt spachteln und sowas. Aber Erich, was behaupten denn die ganzen Schwurbler zu diesen Themen? Ja, die sagen natürlich die ganzen Krebssorten und sowas. Klar, es hält sich Jahrhunderte, das ist im Trinkwasser, in der Luft. Die Schwurbler sagen halt alles, dass es Studien gibt, natürlich, wahrscheinlich, weiß der Lauterbach Studie. Also, dass es krebserregend ist, die Fruchtbarkeit hemmt oder sogar verhindert und halt eben vor allem diese Brust-, Leber-, Prostatakrebsarten, die sind halt da explodiert jetzt und es hält sich halt, man nennt es Forever Chemicals. Ja, und in Amerika hat einer dann eine Firma verklagt, die sind 110 Tiere eingegangen, die Rinder, er hat gesagt, das kommt alles aus dem Trinkwasser. Dann hatten die Firma, DuPont hat aber dann Gutachter eingeführt und diese 6 Gutachter haben festgestellt, er ist zu blöd zum Kälberzüchten. Ja, genau. Er ist einfach zu blöd. Das ist halt eine Familie, die seit 400 Jahren Tiere gezüchtet hat, und dann haben sie halt einen erwischt, ja. Der war zu bescheuert, die Tiere Kälber zu füttern. Er ist aber auch an Krebs gestorben, bis in den Prozess nach 20 Jahren. Mei, ich habe ihm halt ein Gericht ein bisschen Recht gegeben. Irgend so versessene Rechtsanwalt. Weiß der, wie Juristen sind. Ja. Also ich finde das ja völlig harmlos und auch vor allem, es hält sich länger. Mhm. Du brauchst nicht andere Chemikalien, das ist drin bei dir, das hält sich in den inneren Organen, da sind's gut aufgehoben, sind's ein Teil von dir. Mhm, genau. Also, ich finde es immer schön, nicht. Auch wenn ich in Deutschland mit wirklich studierten, intelligenten Menschen am Tisch sitze. Und da muss man einfach zuhören. Ja? Und es kommt immer wieder der Satz,
Wir haben das bestgetestetste Wasser. So sagt man, ja. Schluss, genau. Aus. Richtig. Da braucht man nicht irgendwelche Theorien verfolgen mit irgendwelchen Medikamenten oder hier diese ABC, das ist alles Quatsch. Ja. Wenn wir gesagt bekommen, dass wir das beste Wasser haben, dann haben wir das. Steht ja in der Zeitung. Ja, klar. Und überall wird es gesagt. Investigative Journalisten hätten das schon längst herausgefunden, wenn das irgendein Problem wäre. Und es steht nichts. Also ich habe es mal ausgerechnet, wie viel ich trinken müsste, um wirklich einen tödlichen Cocktail zu kriegen. Und das schaffst du nicht. Du musst etwa 15 Swimmingpools austrinken, um mit dieser Konzentration da drin überhaupt einen tödlichen Cocktail zu kriegen. Also es ist ja absolut irrsinnig, oder? Also wenn wir noch von homöopathischen Dosen reden, ist es aber ja hoch. Aber Cocktails ist ja nichts Schlechtes. Also ich finde Cocktails geil. Und man, dieser Chemie-Cocktail sind 4800 Stoffe, aber die interagieren miteinander ja auch. Also ich finde das eine coole Mischung. Schau mal, wie die Leute... Ja, und das verbessert die Genderneutralität. Ich meine, man hat in der Schweiz ja gesehen, dass durch die Unfruchtbarkeit Damen weiblicher Personen, die ein Medikament nehmen, um die Schwangerschaft zu verhindern, auf Hormonbasis, 80% von dem wird über den Urin ausgeschieden, kommt dann ins Trinkwasser zurück, über das Abwasser ins Trinkwasser zurück. Durch das Trinken von Trinkwasser nehmen wir diese Hormone alle auf, was es uns natürlich ermöglicht, gerade auf der nicht weiblichen Seite eher sich zu annähern, und damit kommen wir in die genderneutrale Gesellschaft automatisch hinein. Mhm. Das macht es noch viel einfacher. Das Gute ist ja dadurch, dass durch die Gradioöstrogene bekommen wir Frauen einen Bartwuchs, was ich auch total fair finde. Ja, und ich rede doch mal ein bisschen Brüste. Genau, und die Männer bekommen dann wirklich auch die Brüste. Und dann ist einfach auch so ein bisschen eine Gleichberechtigung. Gibt es nicht die ganze Spannungen immer? Ja, weißt, das sind die Männer lieber, die Frauen sagen jetzt, hau auf den Putz. Ja. Also ehrlich, das ist eine ganz coole Angleichung. Ja, die Verweiblichung der Fische. Pflanzenschutzmittel hat man jetzt im Schweizer Trinkwasser vermehrt nachgewiesen, vor allem in ländlichen Umgebungen. Da waren ein paar Pflanzenschutzmittel, die eigentlich gar nicht hätten benutzt werden dürfen. Das war, glaube ich, eine Fehlmessung, die man jetzt entsprechend gemessen hat. Aber wir können es auch. Aber ich schütze mich dadurch selber, weil dann kann ich Pflanzen essen und sogar giftige Pflanzen. Und mein Körper ist aber vor den Pflanzen geschützt. Das ist jetzt genial. Und das nächste werden Insektizide sein. Das werden wir dann die Insekten essen, dass dann auch da ein Schutz ist. Falls, was zwar nicht vorkommen wird, weil das ist ja nicht die Regel, aber falls irgend so ein Insekt, wo ich gegessen habe, irgendwas beinhaltet, wo nicht so gesund gewesen wäre, wäre das über das Insektizid im Trinkwasser schon wiederum behandelt. Es ist perfekt. Es ist die optimale Geschichte, uns Menschen zu schützen. Und die WHO wird das über ihren Vertrag entsprechend noch besser absichern. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich habe da noch ein ganz positives Faktum kennengelernt letzte Woche durch einen Experten hier in der Runde. Und zwar Glyphosat, das ist ja ein echt großer Segen. Das stößt nämlich die Aufnahme von Magnesium und Kalium der Pflanze ab. Ja. Das heißt, die Pflanze ist gar nicht in der Lage, Magnesium und Kalium aufzunehmen, weil Glyphosat eine gegenteilige Polarität hat. Es stößt ab. Und das fand ich jetzt eigentlich noch gut. Das siehst du mal, wie das überbewertet wird. Immer diese pflanzliche Nahrung, die Vegetarier, der ganze Käse. Und das ist dann Glyphosat, stößt es ab. Dann siehst du mal, was das für ein Blödsinn ist. Und was halt auch super ist, das Glyphosat bindet dann das Aluminium, geht in die Schilddrüse. Und dann wirst du einfach auch antriebslos und müde. Dann machst du auch nicht so viel Sport. Genau, schläfst nicht so viel. Stoffwechsel verlangsamt sich, kriegst mehr Gewicht, kannst länger überleben. Und dann haben wir einfach auch wieder eine Win-Win-Situation. Ja, und du bist nicht so aggressiv. Du wirst ruhiger, friedlicher. Ja. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Im Denken ist auch langsam. Ja. Ja, und alle Schwurbler, das merkt man ja. Ich meine, hallo, wenn es wirklich ein Risiko geben könnte oder gäbe, wer, wenn nicht die WHO wüsste es, wer, wenn nicht die WHO hätte als allererstes eine Art Pandemiealarm ausgerufen, höchste Alarmstufe, gesundheitsbedrohender Zustand durch dreckiges Wasser. Nein! Und es wäre nie zugelassen worden. Natürlich, nein, das ist gar nichts. Gar nichts. Also ich habe mir heute zur Sendung hin Gedanken gemacht und hatte einen Punkt ein bisschen mit Sorge getragen. Aber du hattest heute ein Argument gebracht, was es meine Sorge ein bisschen runter reduziert. Ich habe mit einer Kläranlage gesprochen, wie das denn ist mit diesem seit 50 Jahren Antibabypille schlucken mit den Hormonen. Und so, naja, sie nehmen da nichts raus. Also Hormone bleiben im Wasser und das wird immer mehr und der Cocktail höher. Und so habe ich mir ein bisschen Sorge
Unterschied gemacht habe, nicht plötzlich die Dosierung zu hoch wird. Einerseits trinke ich die Hormone, einerseits schluckt man die Hormone, die Damen, die Verhütungsmittel nehmen wollen, ob da die Dosierung nicht zu hoch wird. Und du hast heute gesagt, nee, das ist ja eigentlich diese Hinführen zur Gender Technik. Das heißt, dass wir eigentlich viel, viel mehr MenschInnen haben, wo eigentlich dieses Problem dann gar nicht mehr besteht. Ja, es muss ja auch eine entsprechende Quote erfüllt sein. Es kann ja nicht sein, dass nur Frauen die Pille nehmen. Wir müssen das vielleicht auch nicht mehr verhüten. Nein, das wir ist können genau das der abschaffen. Ja. Wenn die Frau das nicht mehr braucht und der Mann nicht mehr kann, ist ja das Problem auch. Ja, hier muss ein Quotenmann eingeführt werden, theoretisch, der die Pille nimmt. Ich bin dafür, dass genauso viele Männer die Pille nehmen müssen wie Frauen. Ist genug im Fleisch, so brauchen wir es nicht. Jetzt haben wir es im Fleisch, im Getränk. Warum soll ich dann noch die Pille? Das heißt, ich habe automatisch diese Quote erreicht. Mhm. Das führt nachher zu einer Angleichung an. Ja, es werden insgesamt etwas weniger Kinder werden, was wiederum CO2-neutral ist. Das redet die Welt ja dann wieder alles. Man muss nicht überlegen, wer die austragende Person ist und wer die erzeugende Person ist. Ja, ich finde es cool, dass dann die Frauen einmal die Männer anmachen. Sicher? Früher dackelst du immer hinterher, jetzt haben sie einen Bart. Ja. Man muss ja schauen, aber in die Richtung geht, dass die Frauen dann einmal die spielen. Da fühle ich mich auch mal am Arbeitsplatz belästigt, sexuell. Da warte ich immer noch drauf. Aber also wir kommen in goldene Zeiten entgegen. Und zur Not haben wir eine Impfung auch noch. Zur Not kriegen wir das noch zu. 512 RMNA, bis das soweit ist, im Jahr 2, dann werden wir die Tausender Grenzen überschreiten. Dann zack. Lieber Erich, es gibt aber noch ein Thema, was mir ein bisschen auf dem Magen liegt. Es gibt nämlich immer so Leute, die sagen, ach, sie trinken schon lange kein Leitungswasser mehr, sondern sie gehen lieber in Einkaufsladen, kaufen sich da Mineralwasser aus Frankreich, Italien oder frisches Quellwasser, weil das einfach frisch ist und vom Berg kommt. In Plastikflaschen tragen sie es dann nach Hause. Ja, freilich. Aber sagen wir mal, der Vorteil beim Mineralwasser, du testest nur auf 16 Stoffe und im Gesetz steht, 16 reicht. Und das bohrt mal ein Loch runter. Also Grundwasser versickert zwar, sagt man, aber Mineralwasser ist besser, weil nur 16 Stoffe. Weißt du, wenn ich das nicht sehe, ist es ja nicht da. Muss man sauberes Wasser. Und der Gesetzgeber weiß es schon. Und wir wissen ja, was man da wirklich... Also Trinkwasser so auf dem Wasserhahn reicht völlig aus, oder? Locker. Nee. Also wir müssen jetzt nicht alle irgendwo Wasser einkaufen gehen, weil es nur von den Quellen kommt, von den Bergen. Ja, gut, oder? Man muss natürlich schauen, dass die Unternehmen, die das machen, sichert Arbeitsplätze. Da gibt es ja die Firmen in Amerika, die Leute in Afrika, die da wird das Wasser abgefüllt, dann teuer verkauft, schafft Arbeitsplätze, schafft Wohlstand wieder. Die großen Arbeitgeber, also. Ja, noch schöner ist es, es gibt so gerade auch in den Kreisen der sich sehr mit der Natur beschäftigenden Menschen, das ist Fidschi-Wasser. Das ist eines der hochqualitativsten Trinkwasser aus den Fidschi-Inseln, da in einer Naturquelle gewonnen, dann mit einem CO2-neutralen Schiff über die gesamte Weltmeere transportiert, ist jetzt hier in der Schweiz erhältlich. Mhm. Das ist die wahre Natur. So sind wir CO2-neutral. Und das sind die Klimakleber, die dann ihre Zungen nachher korrekt an die anderen Dinge kleben, weil sie ja durch dieses Wasser entsprechend aufgeladen werden. Und du musst wissen, das Wasser verliert den ganzen Sauerstoff, hält sich länger und du hast dann die Weichmacher drin, dann bist du als Mann nicht mehr so hart. Ja, genau, bist du viel weichere Qualität. Ja, angenehmer und damit sind wir wieder in der Neutralität, Mann und Frau. So Also kommt Sauerstoff mehr und wirst ruhiger. Ohne Sauerstoff wirst ruhiger, die Weichmacher. Herrliche Zukunft. Dieses Warnen von diesen, es gibt ja Hersteller, die machen in Glasflaschen Wasser. Ja. Da aufpassen, ganz arg. Ja, manche filtern es noch. Und genau, dann kommen diese Verschwörungstheorien mit diesen Filtersystemen und dann noch bei Mond abgefüllt und dann noch über einen QR-Code eine liegende 8. Also vor sowas muss man aufpassen. Ja. Also gerade die Verschwörung mit diesen vielen Filtern, dass dann irgendwas sauber wäre. Unser Körper braucht kein sauberes Wasser. Das Wasser ist Wasser, fertig. Wasser ist Wasser. Ist denn das dreckig? Und wir haben ja gesehen, was für Vorteile wir haben. Durch Hormone, schon Antibiotika ist drin. Ich habe einfach... Das Leben ist einfach entspannter. Die Lebensgrundlagen sind drin. Ja, ist alles da. Was wollen wir mehr?
Ich wollte eigentlich also noch eine letzte Frage stellen, vielleicht noch was an dich, Erich. Im Leitungswasser haben wir sehr viel Kalk drin und viele Leute kaufen das Mineralwasser, weil so viele Mineralien im Mineralwasser drin sind. Was würdest du dazu sagen? Nee, ich finde, Kalk ist wichtig. Wir haben im Jahr 180.000 Rückenoperationen und die ganzen Kalkschultern, alles, man darf es nie vergessen, dass wir auch Ärzte, Krankenhäuser, jetzt haben wir eh die Not. Lauter Klabautersbach sagte, dass wir viele Krankenhäuser schließen müssen. Wo kämen wir hin ohne den Kalk, der sich ablagert? Ja. Also wir brauchen also, Kalk. Ja, wir das brauchen Kalk für die Wirtschaft aber auch. Mhm. Und dann bist du auch öfters krankgeschrieben, kannst dann öfters zu Hause bleiben. Ist ja auch schön, kannst wieder was lesen, ist ruhiger, gemütlicher, kann es wieder zunehmen. Also das ist schon ein schöner Kreislauf. Also wir hatten ja in der Schweiz mal eine Abstimmung dazu gehabt, wollten ja wissen, wie die Schweizer Volk dazu steht, wollen wir ein sauberes Wasser oder nicht. Und alle sind eigentlich der Meinung gewesen, so gutes, sauberes Wasser, wie wir gibt's jetzt schon haben, das ist reicht das völlig ja, aus. Ja. Und das ist Mehrheitsbeschluss und ich bin auch demokratisch aufgewachsen und ich vertraue darauf, dass es dann auch gut ist. Gut, in diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lassen wir doch einfach die Kirche im Dorf. Da gehört sie hin und nicht irgendwo, weiß Gott wohin. Es ist aus einer Mücke immer einen Elefanten zu machen und um solche Banalitäten sich ständig aufzuregen, das ist einfach nur ein Thema für die Schwurbler und für die Aluhutträger, aber ganz sicher nicht für mündige Bürger, wie Sie und ich es einfach mal sind. Wenn Sie solche Randgruppierungen mal treffen sollten, dann reagieren Sie einfach mit Diskreditierung und Diffamierung. Wir haben das geübt, wir sind doch da voll drin, das sollten wir doch besser können. Heute endlich mal eine einheitliche Meinung hinaustragen zu können. Das ist meines Erachtens die Zukunft und das Ende der Spaltung der Gesellschaft. Und da wollen wir doch bitte alle hin, gell? Ja. Corinna, danke ganz herzlich fürs Mitwirken. Dr. Med. Simon Feldhaus. Prost, sauberes Wasser. Auf sauberes Wasser, jawohl. Auf unsere Zukunft, auf das Lebenselixier Erich Meilert. Prost, jawohl. Machen Sie es gut. Prost, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.